Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Diese Special Challenge geht bis Runde 65 anscheinend auf Easy. Nur diese Tower hier können wir verwenden. Dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Flugzeug, Sniper, Ninja Monkey Hammer und die Spike Factory. So, mit was fangen wir da am besten an? Wir haben 2000 zur Verfügung. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, Ninja Monkey und Sniper. Den Sniper, den setze ich mal hier raus. Den stellen wir ein, dass er schneller schießt. Dass er Camouflage. Na gut, das lassen wir am besten noch. Und den. Oder nehmen wir das hier? Na, das ist die Frage. Ne, nehmen wir noch die Spike Factory. So, hier kommen sie raus. Jetzt muss ich schauen. Zack, 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 zack. Hier gehen sie als Erster. Das heißt, hier muss die Spike Factory hin. Hier, in etwa. So. Und los geht's! Der Sniper macht es schon. Ein bisschen weiter nach oben hätte es noch sollen, aber das ist in Ordnung. Wir sind in Runde 3 von 65, also schon ordentlich. Wir werden den hier ein bisschen updaten hier. Den lassen wir immer den stärksten schießen auch. So, los geht's. Runde 5 sind wir. Als nächstes schauen wir mal, was wir für einen Tower noch zusätzlich nehmen. Vielleicht noch einen zweiten Sniper. Oder einen Ninja Monkey. Ich nehme mal den Ninja Monkey. Setzen wir hier ganz runter. Ganz knapp. Den müssen wir eh noch leveln, weil den haben wir eigentlich noch gar nicht benutzt. Schau mal, was ist das? Range und Attack Speed kommt dazu. Und das ist. Okay, das heißt, die poppen irgendwie automatisch oder so. Ich nehme das jetzt mal. Ja, die gehen weiter dann zum nächsten Ballon. Ah, sehr nützlich. Da geht der Ballon wieder zurück, auch sehr nützlich. Nehmen wir das noch. Hat er mehr Range. Und weiter geht's. Mit Runde 9 von 65. Runde 10. Ich werde den Ninja hier ein bisschen updaten. Was ist das? 4 Bloons. Aha, kann einer poppen. Nehmen wir zuerst das und dann das. So, jetzt kann der schon leveln hier. Runde 11. Und Runde 12. Da kann der Ninja Monkey schön leveln hier. Runde 14.
Ja, am Anfang ist es immer chillig, das wissen wir. Und dann geht's BÄM! Überhaupt hier, weil, wie ihr seht, es ist ja ein sehr kurzer Weg, wenn da der Boss rauskommt. Das wird was nachher. Runde 15. Ich muss sagen, den habe ich ein bisschen blöd hingesetzt, dann hätte ich ein bisschen eine Spur weiter nach oben sollen. Wenn ich ihn jetzt verkaufe, kriege ich nur 59 dafür. Tja, nicht so rentabel. Ich weiß nicht, stehen lassen oder nicht, das ist jetzt die Frage. Ja, lassen wir ihn einfach. Wir können ihn dann hier noch einen zweiten dann hinstellen. Und wir sind eh schon in Runde 18. Also halbwegs zackig geht es schon hier. Und Runde 19. Runde 20. Wir sollten ihn wirklich weiter rauf. Ich verkaufe ihn und stelle ihn ein bisschen weiter rauf. So. Das sollte nun ein wenig besser gehen. Runde 21. Runde 22. Runde 23. Wir werden dann das zweite Update hier nehmen, weil da kann ich auf die ganze Strecke dann diese Spikes hier verteilen. Das ist sehr gut, sehr nützlich. Und eine zweite Spike Factory werden wir natürlich dann auch bauen. Als erstes werden wir aber den Sniper hier noch updaten, dass der 7 Layers wegschießt sozusagen mit einem Schuss. Oh, da kommt jetzt schon einiges. Da kommt einiges, da kommt einiges, da kommt einiges, da kommt einiges. Und es sieht auch... ja, das müsste noch gehen, ja. Aber knapp, aber knapp, aber knapp. So, der kann gleich leveln. Das können wir nicht ausbauen, sondern nur die Seite. Da können wir nur diese Seite ausbauen und da auch nur die rechte immer. Wir werden ein Flugzeug nehmen. Das lassen wir hier kreisen, ganz knapp auch. Wir lassen es im Kreis kreisen. So, ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Dann werden wir dieses Update hier nehmen. Schießen wir mehr Pfeile. Runde 30 übrigens. Also es geht schon halbwegs was weiter hier. Und noch mehr Pfeile. Und die Ananas kommt dazu. So, als nächstes nehmen wir dieses Update hier für die Common Bloons. Das hier können wir nicht nehmen, leider. Dann nehmen wir den Dartstorm. Da schießt er noch mehr Darts. So, jetzt wird es aber langsam kritisch hier. Wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Irgendwie ist das jetzt billiger. Hat das nicht 5 gekostet normal? Ja, das war auf Medium. So ist es ein bisschen günstiger. Wir werden ein bisschen sparen und dann kaufen wir uns das. Runde 33. Bis jetzt ist es eigentlich so halbwegs erträglich, muss ich sagen. Also es geht, Runde 34.
Doubloons kommen nicht weit. Aber ich brauche natürlich diese Updates teilweise. Runde 35. Oh, schon wieder diese Stahldinger, die sind ganz ungut. Oh, jetzt sind sie durchgekommen. Scheiße, scheiße! Da kommen jetzt ein paar durch. Ja, wir brauchen eine zweite Spike Factory, so geht es hier nicht. Und den Ninja Monkey können wir updaten. Das geht jetzt da nicht, also müssen wir auf das hier warten. Wie viel brauchen wir für den? Noch 100. Knappe Sache. Und wir haben das Update. Jetzt brauchen wir dieses Update hier. Das ist 5500. Ja, es ist schon hart hier. Es ist schon hart. Also Runde 36, das wird noch immer schlimmer jetzt. Es geht. Ein paar sind durch, aber jetzt nicht so viele. Ne? Runde 37. Ach, die schon wieder. Wir brauchen mehr solche Spikes hier. Oh, die haben alle diese Dings da, diese Stahlschutz. Das ist ziemlich schlecht. Was kann ich machen? Ich kann den hier updaten oder auf den hier warten. Updaten wir den hier, dann macht er ordentlich Darts. Und als nächstes die Bombe. Ja, jetzt pfeffert er schon. Bam. Da fliegen die Darts nur so. Ja, es ist halt blöde. Wir brauchen mehr solche Spikes. Der sollte auch ein bisschen schneller schießen langsam. Wie viele Layer schafft er? 7 Layer. Kann man ein bisschen schneller. Spikes brauchen wir, eindeutig Spikes. Wir haben Runde 39. So. Bald können wir uns den leisten da. Runde 40. Oh, 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 jetzt kommen die Keramikbloons. Scheiße. Aber ich konnte sie nochmal aufhalten. Geht es sich aus? Ja, es geht sich aus. Jetzt haben wir das hier. Da können wir alles voll spiken sozusagen. Runde 41. Na, es wird jetzt härter, Wie schaut's mit dem aus? Können wir den bald updaten? Nein, können wir nicht. Den können wir aber bald updaten. Eine zweite Spike Factory wird fällig. Das hier haben wir ja schon. Und zwar setzen wir die hier hin. So, los geht's. Runde 42. Runde 43. Das geht ja ausnahmsweise mal richtig zackig hier. Runde 43, ah, jetzt kommen die Keramik-Scheißer. Nicht gut, nicht gut. Oh, es geht, Überraschend gut klargekommen. Zack, zack, zack. Da gehen sich ein paar Updates aus. Gleich das nächste hier. Bisschen Moos noch und es geht das nächste. Und schon geht's. Runde 44. Ja,
Da kommt einiges, aber es läuft. Jetzt kann ich den Flieger auch updaten. Ob da baue ich Kohle ohne Ende. Was ist das da genau? Alle außer die Bosse werden hier zerstört. Das finde ich sehr gut. Es läuft eigentlich. Runde 45 haben wir. Es läuft jetzt nicht so schlecht, würde ich behaupten. Ich sammle jetzt Kohle für den da. Beziehungsweise vorher werde ich den da nur updaten. Oh, der Boss. Aber wir haben ihn schön gekriegt. Runde 46 war das. Und jetzt Runde 47. Ah, diese Keramikdinger da, die sind richtig böse. Ah, das Flugzeug ist aber nicht so schlecht. Das haut rein. Wir sollten ein zweites Flugzeug nehmen. Leute, wir sollten wirklich ein zweites Flugzeug nehmen. Das scheint echt gut zu sein. Runde 47. Wann können wir den updaten? Bald. Runde 48. So, jetzt haben wir genug Kohle. Was kann man noch updaten? Die Bombe hier wäre vielleicht nicht schlecht, aber nehmen wir den da. Den müsste ich jetzt zweimal kriegen. Genau, zweimal. Super, super, super. Den haben wir zweimal. Wir nehmen auch ein zweites Flugzeug. Ganz knapp hier hin. Und lassen es hier im Kreis fliegen. Update, Update. Zack, zack geht es her. Noch ein Update. Runde 49. Jetzt geht's wieder ab hier. Oh, es geht, es geht, es geht. Wir können jetzt dieses Flugzeug auch updaten. Die Sniper stellen wir jetzt um, dass sie immer auf den letzten, auf den ersten schießen. So weiß ich, dass die auch schön drauf gehen. Einen zweiten Sniper hat man dann hier bitte. Zack, zack. Oh, ein Boss, ein Boss. Ah, der Boss ist schon weg. Das geht ja wirklich zackig hier mit den Flugzeugen. Wieder ein Boss. Ah, die Flugzeuge sind echt klasse. So, können wir den updaten? Nein, können wir noch nicht, aber bald. So, jetzt. Runde 51 haben wir bereits, Leute. Oh, jetzt wird es ein bisschen stressig. Oh, es geht, es geht. Ey, die Flugzeuge sind echt super. Sollte man noch eins bauen. Runde 52. Flugzeuge, die hauen raus hier. Geht wirklich gut mit denen. Ein drittes Flugzeug werden wir nachher auf jeden Fall noch bauen. Und diesen Full of Cash, ja, da kriegen wir irgendwas runtergeschossen. Das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Genug Kohle haben wir ja. Wir haben Runde 54. So, jetzt nehmen wir mal das hier einmal. So, da kracht es ordentlich. Ja, mal ausprobieren sozusagen, ne? Es kommt eh dann wieder. Runde 55.
Oh, hier geht's ab. Ja, die Flugzeuge sind echt cool. Die hauen alles weg. Kohle haben wir auch genug. Oh, 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 oh. Spikes rausgehauen. Sicher, sicher. So, jetzt können wir uns das leisten. Mal schauen, was das ist. Da fliegt irgendwas runter. Kriege ich jetzt was? Da steht irgendwas von Full of Cash, aber was soll das sein? Drops a crate full of cash. Ja, und wo ist diese Cash, die Money? Er macht mehr Gewinn oder was? Das verstehe ich nicht. Wenn mir da wer helfen kann, wäre nicht schlecht. Ich verstehe jetzt nicht, was ich durch den hier krieg. Das geht mir jetzt nicht ganz ein, ne? A crate full of cash. Hm. Ja, und wo droppt er das hin? Ich sehe es nirgends. Ja, hinten oder was? Nee. Oh, da sind die Moabs wieder. Ich bin schon mal hier drüber. Ah, das geht sich so aus. Wir sind in Runde 57. Wir werden jetzt diese Bombe da als nächstes updaten. Beziehungsweise ich nehme noch so ein Nagelkissen da, so eine Spike Factory. Das ist wesentlich nützlicher. Damit können wir richtig was anfangen. Frage ist nur, wohin? Tun wir es auch hier hin? So, na komm. Das muss genau am Rand sein. Na! Ich will es hier hin. So, da ist sie. Zack, zack, zack. Und den Rest brauchen wir wieder Kohle. Wir sind in Runde 58. Ah, die Moabs, die kommen gar nicht weit, die Bosse. Also das mit dieser Geldkiste da, das verstehe ich jetzt nicht recht. Was bringt mir das? Jo, hier kommt ein Flugzeug. Ah, der wirft Banane ab und dann kriege ich Kohle oder so. Lol, naja, warum nicht 1500, aber bis man das erinnert. Nicht so rentabel, aber okay. Wir sind in Runde 59. Oh, jetzt müssen wir mal das hier verwenden. Da geht's ordentlich ab hier. Wir werden den jetzt updaten. Zack, zack. Ah, ein bisschen was fehlt nur. Oh, jetzt kommt der da. Nehme ich doch gleich die Spikes hier zur Sicherheit. Oh, da leckt das ganze Game hier. So viel Power haben die. So viel kommt da raus. Wir haben es geschafft. Jetzt wird's aber richtig haarig. Runde 61, Leute. Das sieht sehr ungemütlich aus. Ich brauche Kohle, dass wir den updaten. Hier, komm, schmeiß was ab. Brauch Kohle! Updaten. Nein! Nein! Das geht sich auch nicht aus. Scheiße. So, jetzt. Ich habe meines... Ah! Shit happened. Okay, okay. Ah. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.